Mann, ich fahre einfach hier durch den Schnee die ganze Zeit. Ja. Das vielleicht. Boah. Ich kann nicht schon wieder jammern, dass es matschig ist. Jedes Mal, wenn ich gefahren bin, sage ich, oh, matschiger als gedacht. Willkommen zum neuen Video. Heute gibt es mal ein paar Aufnahmen aus dem Helm, weil ich mir einen neuen Helm gekauft habe. Und für den gibt es auch eine GoPro-Halterung. Deshalb mal versucht, vielleicht hört ihr mich dann auch besser jetzt auf dem Trail. Und die Aufnahmen sind vielleicht auch mal ein bisschen anders. Boah. Ja. Eigentlich habe ich heute aus dem Fenster geschaut und gedacht, geil, ein bisschen bei gefrorenem Boden, Schnee fahren gehen. Man wird nicht dreckig, aber naja, ihr seht ja, es war wieder nur Matsch. Boah. Aber ich freue mich trotzdem wieder zu fahren. Hier gibt es gerade auch gar keine Motivation, hier jetzt schnell zu fahren. In dem Stück. Aber ich finde, man lernt viel übers Fahrrad bei so Wetter. Oh, das ist auch was Neues. Ja, das finde ich halt das Coole hier. Das habe ich das letzte Mal im Video gesagt, so, man kommt her und jedes Mal gibt es ja irgendwas Neues. Traue ich mich jetzt diesmal nicht über die Wurzeln. Ihr könnt doch mal in die Kommentare schreiben, ob ich das so aus dem Helm besser gefällt. Ob ihr mich da auch von der Tonqualität her besser versteht. Und, oder vielleicht auch so ein Mischmasch, das ist wahrscheinlich, finde ich, immer die beste Lösung. Ganz ohne ist nicht. Ich bin heute übrigens hier mit Felix unterwegs, kennt ihr auch schon aus ein paar Videos hier von dem aus Stuttgart. Kann ich auch mal hier oben rechts verlinken. Weiß eigentlich, wenn es trocken ist, ist glaube ich richtig geil. Kannst du hier richtig reinspringen? Oh, das sieht. Oh. Ah, danach sieht es cool aus. Kannst du mal ganz cooler Sprung. Wir müssen ja nur bis hier kommen. Hi. You have insanity in my earpiece. Krass. Hier ist so trocken, als hätte es nie geregnet. Ja, finde ich krass. Brutal. Ah, der war geil. Richtig krass, wie das verstellen muss, irgendwie gar nicht nass ist und dann wieder Vollgas. Jetzt hier ist perfekt zum Fahren. Geil.